Die U20 und U23 Italienmeisterschaft in Mehrkampf fand das zweite Jahr in Folge auf der neuen Sportanlage in Lana statt. Bei den U20 gingen die Titel an Valentino Arrigoni aus der Lombardei und Lucia Qualieri, während sich bei den U23 Vincenzo Vigliotti und Laura Oberto durchsetzen konnten. Eine Medaille blieb in Südtirol, Lisa Seppi gewann Bronze bei den Juniorinnen. Die 19-Jährige aus Lana, die für die SG Eisacktal startberechtigt ist, zählt im Siebenkampf nach dem Ausfall von Giulia Sportoletti zu den Favoritinnen. Sie führte vor den Titelkämpfen in Lana die Jahreswertung ihrer Altersklasse vor Qualieri an. In Lana war die 19-Jährige aus Modena aber nicht zu bezwingen. Mit 5.188 Zählern blieb sie als einzige über der 5.000-Punkte-Grenze. Lisa Seppi musste sich, wie schon bei den Fünfkampfhallen-Italienmeisterschaften im Jänner in Padua, mit Bronze begnügen. Sie verpatzte den Hochsprung, zeigte aber besonders im Weitsprung mit 5,63 Meter eine sehr starke Leistung. Am Ende reichte es zur neuen persönlichen Bestmarke von 4.806 Punkten. Auch die Grünerin Stefanie Messner konnte ihren persönlichen Rekord um 70 Zähler auf 4.217 Punkte schrauben. Messner will an diesem Wochenende in Rieti ihren Italienmeistertitel vom Vorjahr in ihrer Spezialdisziplin Speerwerfen verteidigen. Im U23-Zehnkampf der Herren lagen zwei Sportler der Athletica Gardena im Spitzenfeld. Der Gröner Alexander Demetz, hier mit Startnummer 5, und der Gardertaler Alex Virgina beendeten den Wettkampf auf den Rängen 4 und 5. Demetz kam auf 6.360 Zähler und blieb damit knapp unter seiner Bestmarke. Jetzt habe ich auch gehört, zu studieren und angefangen zu arbeiten. Da habe ich nicht so viel Zeit mehr zu trainieren. Also ich arbeite bis 6 Uhr abends. Und dann ist auch nicht, die Lust nicht immer dabei. Und da ist auch wie ein Schwerer. Alex Vergina steigerte sich hingegen gleich um 400 Zähler und kam von 5.851 auf 6.263 Punkte. Der Finchka Fabian Waldner erzielte als Elfter mit 5.704 Zählern ebenfalls eine neue Bestmarke.